Hallo zusammen. Ja, ich habe es mal wieder getan. Ich habe schon wieder Mangas bestellt. Dank meinem Freund, dank meinem lieben, verrückten Freund, muss ich dazu sagen. Sonst hätte ich das nicht machen können. Ja, pleite halt, ne? Ihr kennt das alle. Ja. So, ein paar Mangas kommen von Rebuy, von Medimobs und einer jetzt von Amazon. Aber ich habe die jetzt alle in einen Karton gepackt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche von wo sind. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so tragisch. Und ich habe mit jemandem getauscht. Also getauscht. Also ich mache das so, weil, naja, komische Geschichte. Ich fange einfach mal damit an. So, ich habe mit der lieben Janine einen Tausch vereinbart. Und zwar ging es darum. Wie fange ich an? Diesen Band habe ich auf der Comic-Con aus Versehen doppelt gekauft. Frag mich nicht warum. Egal. Ja. Da habe ich bei ihr gesehen, dass sie davon sich ein paar Bände gekauft hat. Und ich, dumme Nuss, habe bei ihr in den Kommentaren Band 10 geschrieben. Wie komme ich auf Band 10? Ich habe gesagt, hier, ich habe Band 10 doppelt, Erstauflage mit Print. Hast du Interesse? Ja, wir dann Tausch ausgemacht. Ich hatte mir von ihr Maid Summer Band 1 ausgesucht. Sie hatte übrigens Band 1 bis 4 da. Da hatte sie mich gefragt, ob ich die anderen auch noch haben möchte. Die hatte ich ihr dann noch abgekauft und habe ihr noch so ein bisschen Kawaii-Zeugs eingepackt und so. Ja, ich das fertig gepackt gehabt und dann sah ich diese Zahl und dachte mir nur, oh. Sabi, was hast du schon wieder getan? Oh Mann. Also ihr könnt mich wirklich ab jetzt Sabi Baka-san nennen oder Sabi Baka, was weiß ich, keine Ahnung. Ich ihr dann geschrieben und ja, sie hat den Band leider schon. Oh, das tut mir auch immer noch total leid, dass ich mich da so vertan habe. Ja, jetzt werde ich den schon wieder nicht los. Falls jemand Interesse hat, den zu tauschen, ist noch neu eingepackt. Alles tippitoppi, Erstauflage, Mini-Print. Falls jemand Interesse hat, zu tauschen, ja, schreibt mich gerne an bei Instagram oder per E-Mail. Oh, es darf echt nicht wahr sein. Naja. So, meine Post ist bei ihr schon angekommen. Ich hatte ihr noch so ein bisschen Zeugs eingepackt. So, und ihre Post ist auch heute bei mir angekommen. Wieso packe ich die Mangas hier immer in der falschen Reihenfolge? So. Meine Güte. So, Maid Summer. Oh Gott, schon wieder eine neue Reihe, die ist da, die ich sammeln muss. Mann. Wäre noch nicht genug. Mann. Ja, Band 1 ist Band 4, ne? Ja, für die, die das nicht kennen, da geht es um dieses Mädel hier, die ist Schülersprecherin und arbeitet nach der Schule als Maid in, halt in einem Maid-Café. Das soll aber geheim bleiben. Aber er hier kriegt das natürlich raus. Der ist echt wie so ein Stalker, ohne Witz. Der ist ständig irgendwie bei ihr, immer zufällig da, wo sie gerade ist und so. Finde ich immer sehr gruselig irgendwie. Egal, ja. Ich fand es eigentlich ganz witzig, den Anime. Und ja, jetzt geht das hier auch noch los. Und ich hoffe, die sind noch gut zu bekommen. Hoffe ich mal. Ach ja, ich halte mal hier den Text rein. Ne, weil erster Band. Leute, die das interessiert. Ja. Zeichenstil ist eigentlich auch ganz nett. Band 1. Band 2. Band 3. Band 4. Oh. Lecker. Oh. Da bekomme ich doch schon wieder Hunger. Ich habe zwar jetzt gerade Schokolade gegessen.
Naja. Ja. Und die liebe Janine hatte mir noch Goodies eingepackt. Was du aber nicht hättest machen brauchen, du. Ne? Erstmal hat sie mir noch hier so einen süßen Brief eingepackt. Mit PS darf gefilmt werden, muss aber nicht. Dachte ich mir, ja, hey, dann packe ich das doch hier mit rein. Ich habe so ein süßes Memo-Papier geschrieben. Liebe Sabrina-san, ich hoffe, dir gefallen die Manga und auch die Goodies. Viel Spaß damit. Du sagst auch Manga in der Mehrzahl, ne? Ich weiß immer noch nicht, wie das richtig ist. Mangas oder Manga in der Mehrzahl, egal. Hättest du echt nicht machen brauchen mit den Goodies? Hast du mir hier so schöne Halloween-Sachen noch eingepackt? Einmal hier diese Zahnstocher. Die kann man noch abfriemeln und irgendwie andersweitig verbasteln. Dann hier diese Streudeko. Oh, Konfetti. Finde ich die Kürbisse total cool. Dann hier diese süßen Fledermäuse. Davon habe ich nicht so viele. Und jetzt habe ich noch einen Bogen. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Freue ich mich echt sehr drüber. Und hier dieser zuckersüße Weihnachtssticker-Bogen mit Schütteleffekt. Hui. Ja, meine Liebe, vielen, vielen lieben Dank für die schönen Goodies. Für die Leute, die jetzt nichts damit anfangen können, sich fragen, hä, was macht die denn damit? Vielleicht gibt es ja auch hier nur, ich sag mal, Manga-Leute. Ich verwende die Sachen für Papierbasteleien. Kann man auch auf meinem Kanal sehen. Wenn ihr mal Interesse habt, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Ja, liebe Janine, ich bedanke mich für den, ja, schönen Tausch, ne? Ja, und tut mir echt leid, dass ich mich da so vertan habe. Oh, Mann, 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 Mann. Unfassbar, ne? Aber gut, vergessen wir das jetzt. Ne, falls jemand Interesse hat für einen Tausch, meldet euch. Ich weiß jetzt gerade ihren Namen auf Instagram nicht. Ich werde mal nachschauen und dann verlinke ich euch ihr Profil in der Infobox. Genau, so. Ach ja, da habe ich hier vor einer Zeit das süße Büchlein hier gekauft von Blue Exorcist. Ja, ich bin ja immer, ne, wenn es so Extras gibt, so Special-Sachen, ne, da muss ich das natürlich unbedingt haben. Ich weiß auch nicht, ich mag sowas total gerne. So Sammlerzeugs halt. Auch total schön hier. Der Hund, ne? Ich weiß, das ist dieser eine Typ da, aber ich habe, glaube ich, selten so einen seltsamen Hund gesehen. Ich muss gestehen, ich habe von den Mangas nur Band 1 bis 3. Und im Anime bin ich erst bei Folge 6. Naja, wenn es mir später nicht gefallen sollte, am Ende, dann kann ich das ja vielleicht immer noch alles irgendwie zusammen verkaufen. Hier ist noch ein schönes Poster. Ja, aber ich muss das halt jetzt haben, weil irgendwann wird es das wieder nicht mehr geben und dann wird das wieder, weiß ich nicht, für 50 Euro verkauft oder so. Deswegen schnell kaufen. Ja. Das. So. Oh Gott, das ist auch wieder hier so eine tolle Sache. Ich habe die Mangas hier schon wieder total bescheuert sortiert. Ich bin echt nicht mehr ganz dicht. So. Ja. Warum mache ich das? Ach, diese Reihe ist so vergriffen. Aber nein, Sabi muss die natürlich trotzdem haben. Warum auch immer. Oh nein, ich weiß warum, weil mir der Stil halt gefällt, ne?
Da habe ich übrigens auch angefangen, den Anime zu gucken. Band 1 habe ich übrigens schon hier. Den kriegt man noch. Nö, kein Problem, aber hier so. Oh ja, was habe ich nur mir damit angetan? Ah, die Bilder sind so schön. Ich blätter da nur mal ganz schnell durch. Der Zeichenstil ist echt schön. Also mir gefällt das sehr gut. Hier so eine schöne Farbseite. Nee, Band 2. Band 3. Sieht echt cool aus. Ich will das als Plüsch. Plüsch. So süß. Oh, schaut doch mal, das sieht echt klasse aus, ne? Wer ist er denn? Ist seine Hose auf? Nee, es sah nur so aus. Oh Gott. Okay. Ach, ist das schön. Band 3. Band 4. Hier gefällt mir auch hier der Hase. Hier ist schöne Farbseite. Ja. Da. Oh, die Leute, die mich kennen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich Schneemann-Bekloppte. Ich stehe total auf Schneemänner, besonders wenn die so knubbelig sind, also ein bisschen dicker. Ich freue mich auf Weihnachten. Okay, anderes Thema. Dann wieder Band 5. Boah. Boah, das Eis. Oh, sieht das lecker aus. Das möchte ich haben. Gib her. Auch wieder so eine schöne Farbseite. Charaktere sind so schön. Irgendwie so schön gezeichnet. Gefällt mir dieser Stil. Ja, Band 5. Wie bekomme ich den Rest? Ich weiß es nicht. Ich werde aber einen Teufel tun und bei eBay da diese überteuerten Bücher da kaufen. Entschuldigung, Mangas kaufen. Also da habe ich schon Preise gesehen. Hier ein so ein Band, 70 Euro, 80 Euro, 50 Euro. Da denke ich mal, nee, also auf gar keinen Fall, das sehe ich nicht ein. Nö. Das ist mir ein bisschen zu übertrieben. Naja, zumindest kann ich schon mal jetzt Band 1 bis 5 lesen. Ja. Und wo es auch noch schwierig wird, ist bei dieser Serie hier. Trinity Blood. Ich habe das schon wieder hier falsch sortiert. Also. So. Der ist übrigens ein bisschen schief, krumm. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, das kriegt man irgendwie wieder hin. Ja, da gucke ich jetzt mal voran, weil da sind nämlich Nackidei-Bubis und ich habe keine Ahnung, ob man das zeigen darf. Was ich übrigens sehr überraschend finde, weil in einem Anime gab es das jetzt, glaube ich, nicht so. Da war ich ein bisschen überrascht, als ich da durchgeblättert habe und das dann gesehen habe. So, hey, war das schon immer so? Da, guck mal, wie cool. Davon habe ich auch die DVDs hier. Naja, auf jeden Fall haben wir Band 5. Band 6. Den fand ich ganz cool, den Typen hier. Immer voran, was ich euch da so zeigen kann. Ja, ich will jetzt nicht aus Versehen beim Durchblättern da die bestimmten Seiten aufschlagen. Nicht, dass dann irgendwie mein Video gelöscht wird oder so, keine Ahnung. Wo den Tress mag ich auch ganz gerne. Heißt der so?
Pater Tres? Ich hab's vergessen. Hier, er hier. Finde ich auch cool. Ja, Band 6. Band 7. Lululululu. Da. Ja, Band 7. Ja, ich weiß, Band 8 fehlt. Hier haben wir Band 9. Ja, und ich habe jetzt hier, ich glaube, Band 1 bis 3. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ich guck mal eben kurz, einen Moment. Eins bis vier habe ich noch und Band 14. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich die Serie vervollständigen kann. Oh je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bis dann könnte ich dann schon mal lesen. Jo. Ich bin gespannt. So. Dann kommen wir zu einer Serie, die ich früher schon mal hatte, beziehungsweise ja, ein paar Bände davon. Ich glaube, bis Band 5 oder 6. Ich hatte ja schon mal erzählt in irgendeinem Video, dass ich früher schon mal Mangas gesammelt habe, ich sie aber verkauft habe, weil ich dumm bin. Ja, und die Serie wollte ich jetzt unbedingt wieder haben. Das heißt, die Rede von Dadum, Vampire Knight. Da habe ich ganz viele Bände von eingekauft. Ich wollte gerade geshoppt sagen, aber ich hasse dieses Wort. Ich weiß auch nicht, ich mag das nicht so gern. Ja, Vampire Knight habe ich früher gerne gelesen, auch geschaut, also den Anime. Die Zeichnung auch sehr schön. Gut, ich bin jetzt mittlerweile 30, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch was für mich ist. Ja, ich denke mal, es ist halt so für junge Mädels so, ne? Aber ja gut, ich meine, warum sollte man das mit 30 nicht auch noch lesen können? Aber ich wollte es einfach als ja, Erinnerungsstück wieder haben. Erinnerung an meine Jugend. Oh Gott. Okay, ich habe hier Band 1, Band 2. Ich war auch übrigens eher so für ihn hier. Wie hieß der nochmal? Zero? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war immer für den. Ja. Weil ich das die Geschichte irgendwie mit dem. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Es war irgendwie komisch. Mach das jetzt einfach so. Band 1, Band 2. Band 3. Ach, halt, stopp. Weil erster Band. Halte ich mal den Text rein für die, die das nicht kennen. Ich hoffe, man kann das jetzt hier gut lesen. Ich kann leider nicht so gut auf mein Handy schauen, weil das so weit oben ist. Oh. Und ich keinen Giraffenhals habe. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, bis hierhin hatte ich damals die Reihe. Ich meine schon. Kann noch mal kurz ein bisschen reinblättern. Band 7. Band 9. Band 10. 11. Da finde ich sie übrigens sehr, sehr hübsch hier, ja, mit ihrem Kleid. 11. Band 12. Band 13. Jetzt haben wir einen großen Sprung. Und zwar habe ich jetzt hier noch Band 19, die Last Night Special Edition. So, ich muss mal hier ein bisschen. Ja, die anderen Bände habe ich jetzt nicht mehr ausgesucht, weil
Mein Freund hat mir da so geholfen und da wollte ich jetzt nicht so viel nehmen. Auch wenn er immer sagt, ja, nehmen wir euch, aber ich dann, nein, das reicht jetzt. Ja, wir beide, das geht dann immer hin und her, mal diese lustigen Diskussionen. Aber egal, das gehört jetzt hier nicht hin. Ja, Band 19. Passt jetzt nicht so gut dann im Regal. So dazu, aber. Ah, Special Edition! Das muss ich doch haben. Mann, hier sind so schöne Farbseiten noch drin. Mann. No. Ich mag sowas. Süß, oder? Schon echt eine hübsche. Finde ich. Die haben alle so einen breiten Mund irgendwie, oder? Sind komisch. Süß. Ich mag auch diese Augen. Die sind echt hübsch. Hier blätter ich jetzt nicht zu viel rein, weil Spoiler und so. Ja. Ich meine, ich kenne das ja selber noch nicht, deswegen gucke ich da jetzt nicht so genau rein. Das war auch gar nicht so günstig. Ich glaube, das hat irgendwie 12 Euro gekostet. Dafür war in einem sehr guten Zustand, muss ich sagen. Ach ja, und da habe ich hier noch das Fanbook. Das durfte auch noch mit. Oh, 9,95 €. Ja, dann ist das wohl anscheinend ziemlich vergriffen, ne? Weil ich habe ja da schon dann 12, 13 € da gehabt. Also, Gut, hier gucke ich jetzt auch nicht so genau rein. Bin ja noch nicht so weit. Weiß ja nicht, ob da irgendwas drin steht, was eben jetzt ein Spoiler wäre. Ich mochte übrigens früher, wo ist der denn? Wer ist denn das nochmal? Ich glaube, den hier mochte ich früher. Das war einfach nur so eine Nebenfigur irgendwie, so halt nur so im Hintergrund. Und den fand ich damals, das ist schon echt her, ne? Den fand ich damals irgendwie knuffig. Ja, da ist er, glaube ich, nochmal. Und ich fand die Augen total toll. Kann man das sehen hier so? Ja, das riecht irgendwie, riecht so ein bisschen nach Parfüm. Aber es riecht nicht schlecht. Wer weiß, wer das vorher gehabt hat, ne? Ja. So, das war das. Oh, dann habe ich hier noch Maid Summer Band 6. Ja, Band 5 fehlt mir jetzt natürlich. Ist ein bisschen blöd, aber den hatten sie halt nicht bei Rebuy. Ja, dachte ich. Ich kaufe den einfach schon mal. Da mochte ich übrigens den hier. Den fand ich ganz witzig. Und den, wo ist der denn? Der mit seinen Brotkrusten. Ach, da war er ja schon. Der mal so viel essen konnte. Der hier. Also die, die das kennen, die wissen ja jetzt, wie ich das meine. Ach, guck mal. Wo ist es? Wo ist es? Da. Ja, fand ich sehr lustig, den Charakter. Und den hier. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich die Reihe vollständig bekomme. So, und zu guter Letzt kommen wir jetzt zu einer Reihe, die ich auch schon mal früher hatte, beziehungsweise ein paar Bände von, und die ich jetzt auch wieder haben wollte. Und zwar ist hier die Rede von 3, 2, 1, Liebe. Ja, ach, meine Jugend. Ich glaube, 10 Jahre ist das schon her oder so. Oh Mann. Ja. Ist irgendwie ein bisschen verwirrend so. Ja, so gehört das. Ah. Band 1, halte ich mal den Text rein. Ich guck mal in die Kamera. Oh. Auf mein Handy meine ich. So. Ja, ich fand das Mädchen früher immer total süß. Vor allem immer auf diesen
großen Bildern immer zwischendurch. Vielleicht haben wir mal eins. Oh toll, das ist der. Der hat auch so einen breiten Mund irgendwie. So. Boah. Und ich fand die immer total süß. Ja, hier haben wir Band 1. Band 2. Haben wir hier vielleicht mal so ein schönes Bild von ihr? Aber der riecht komisch. Ich glaube, das ist der von Amazon. Der riecht etwas seltsam. Genau, stimmt. Die Anbände waren alle von Rebuy, Medimobs und Band 2 von Amazon. Genau. Zeichnungen sind aber auch ganz schön. Warum ist jetzt immer nur dieser Typ? Puh, der riecht echt. Zwei. Ach ja. Und kleine Geschichte. Band 3 hier, den habe ich schon lange. Den hatte ich nämlich damals auch doppelt gekauft, aus Versehen. Und den habe ich nie verkauft bekommen. Nie. Also, ja. Hat mich damals richtig geärgert. Und dann hatte ich den die ganze Zeit halt bei mir in der Schublade. Ja. Aber es hatte sein Gutes. Jetzt musste ich den nicht nochmal extra kaufen. Jo. Gut, ne? Drei. Der Band 4. Ja, ein bisschen zerkratzt, aber. Ja, naja. Wollen wir nicht so sein. Am schlimmsten finde ich das, wenn dann so ein richtiger krasser Knick drin ist. Oder Seite zerrissen. Hatte ich ja schon mal bei einem. Also so ein bisschen oben angerissen. Ja, das war nicht so toll. Da auch wieder so ein schönes Bild. Also die fand ich echt immer toll früher. Und ich war neidisch auf die Haare. 4. Band 5. Da finde ich das Cover auch total schön gemacht. Da ich auch mal schnell rein. Ich suche mal hier nach diesen hübschen Bildern, aber es ist gar nicht so einfach. Ich will ja auch nicht, dass das Video zu lang wird. Ja, Band 5. Band 6. Hier wieder. Sieht so schön aus. Hier geht es ja auch mal so, naja, ein kleinen Ticken heiß her, sage ich mal. Ich muss auch sagen, ich finde das gut, weil diese, ja, Geschichten da, wo es Ewigkeiten dauert, bis da welche zusammenkommen und ne, dann hast du zum Schluss dann mal einen Knutscher und dann war es das dann auch schon, ist es schon vorbei, ne? Das ist natürlich zu meinem Alter mittlerweile ziemlich langweilig, ne? Es ist zwar dann süß und so, aber ich mag das schon lieber, wenn man dann wirklich die Beziehung noch so verfolgen kann, ne? Wo sich dann was entwickelt, die dann an ihrer Beziehung arbeiten und auch mal vielleicht mal ein bisschen mehr passiert, ne? So, weiß ich nicht, das erste Mal oder was weiß ich. So, das finde ich schon eigentlich ganz gut. Und falls da jemand von euch vielleicht einen Tipp für mich hat, dann lasst es mich wissen. Weil sowas mag ich schon dann lieber als diese, ja, wie ich es halt schon erzählt habe, vor allem auch wenn so unnötiges Drama gemacht wird. So irgendwas total Unnötiges. Ich weiß gerade kein Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, falls da jemand mal den einen oder anderen Tipp für mich hat. Her damit. So, dann haben wir noch Band 7. Das Cover ist auch übrigens sehr schön. Da gefällt sie mir auch sehr gut. Mit diesem Kleid und die Katz. Und er hat mal eben so voll die Gorilla-Hände. Ah, ja, ich weiß nicht, wie achte ich immer auf sowas. Ja. So, dann haben wir noch Band 8. Und Band 9. Ich glaube, hier ging es ein bisschen heiß her. Oh, das sind aber echt ganz
unschöne Abdrücke. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist zum Beispiel sowas, was ich jetzt nicht so toll finde, wenn irgendwas so an dem Cover ist, aber gut. Egal. Und weiter bin ich jetzt leider nicht, aber zu guter Letzt habe ich hier noch ein Fanbook. Das durfte auch noch mit. Boah, 12 Euro. Ich habe das jetzt, glaube ich, für 3 oder 4 Euro bekommen. Das ultimative Nachschlagewerk für alle Fans. Okay. Oh, schön. Ja, cool. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, das alles mal irgendwann zu lesen. Das werde ich aber erst zum Schluss lesen, wenn ich die Reihe hier vollständig habe. Die kann man ja noch, glaube ich, ganz gut bekommen hier. Im Gegensatz zu Carnival und Trinity Blood. Nicht wahr? Ja. Das war's. Reicht ja auch, ne? Würde ich mal sagen. Ist wieder einiges dazugekommen und ich bin auch lange nicht fertig. Aber jetzt kann ich schon mal hier die Maidsummer Bände von meiner To-Buy-Liste streichen. Kann ich euch ja mal zeigen hier. Total bescheuert. Ich habe mir hier so eine Liste gemacht. Ja. Hier. Und hier. Ich hatte mal gezählt, ich glaube 260 oder so viel mehr. Und dann gibt es noch zwei, drei neue Serien, die mich interessieren. Ja, einmal, was war das nochmal? Heimliche Blicke, Scum's Wish und der dritte Titel fällt mir jetzt nicht ein. Irgendwas mit Hana, Honey und Taka, bla bla. Ich weiß es nicht. Kann ich mir nicht so merken. Ja, schaut es euch an. Guckt mal, ihr seid jetzt hier dabei. Wie ich jetzt hier. Zack. 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 Die anderen habe ich schon durchgestrichen. Ich weiß, ne? Andere Leute haben noch viel, viel, viel mehr. Und die sammeln ja auch dann schon länger. Aber ich finde jetzt so für mich, für den Anfang ist das schon ziemlich heftig eigentlich. Naja. So, habt ihr das auch mal miterlebt? Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye bye.